ihr Süßen wird Zeit, dass ihr langsam mal umzieht, ne? Wird der Stall langsam ein bisschen zu klein für euch. Außerdem muss hier dringend mal ausgemistet werden. Aber die Sägespäne sind bald alle. Was machen wir denn nun? Mia! Wie man sieht, ist es höchste Zeit, die kleinen Küken, die inzwischen gar nicht mehr so klein sind, endlich umzusetzen. Die müssen jetzt endlich hier mal mit rein. Und dafür müssen wir erstmal diese 7 hier umsetzen zu den großen. Das waren ja ursprünglich 9. 2 davon sind bei meiner Freundin gelandet. Die wollte auch gern Hennen haben, die sind umgezogen. Und jetzt haben wir hier noch 5 Hähne und 2 Hennen. Und die packen wir jetzt zu den großen Hühnern. Gut, die bringen wir jetzt nach oben zu den anderen Hühnern. Thank you.
euch ja neulich gezeigt, dass ich für die ganzen Küken Löwenzahn und Gras jeden Tag klein schneide. Da das aber langsam Mengen sind, die wirklich ganz schön hoch sind, bin ich eigentlich den ganzen Tag nur noch damit beschäftigt gewesen, irgendwas klein zu schneiden und bin jetzt auf den Rasenmäher umgeschwenkt und mähe Rasen und der häckselt das ja natürlich praktischerweise gleich klein und dann kriegen das die Küken und auch die Hühner. Das dauert keine 5 Minuten, ist total rückenschonend. Normalerweise mulche ich ja mit dem Rasenschnitt, aber es gibt natürlich auch Stellen, wo das Gras schon in Saat gegangen ist. Das kann ich natürlich nicht als Mulch benutzen. Und das ist super praktisch, das dann für die Hühner zu benutzen. Und ich habe in weniger als 5 Minuten Hühnergrünfutter für den ganzen Tag für 40 Hühner. Das ist super, geht schnell, schont den Rücken und man hat mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.